Guten Abend, liebe Zuschauer. Der strenge Frost ist erstmal vorbei, aber es bleibt noch kühl bei uns. 0 Grad Höchsttemperatur oder etwas darüber morgen in Mitteleuropa. Der strenge Frost liegt über Skandinavien. Minus 20 Grad Höchsttemperatur, heute sogar minus 32 im Norden von Skandinavien. Die Wärme haben wir auch schon auf Zypern. Immerhin schon mal 20 Grad, hat mit unserem Wetter aber eben nichts zu tun. Eisregen, Glatteis, das ist das Thema des Abends. Den haben wir heute gehabt, vor allen Dingen hier in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, im Moment noch in Berlin, Potsdam, auch noch Leipzig ist dabei. Dieses Regengebiet, das wird langsam weiter nach Osten ziehen. Teilweise wird Schnee draus. Hier im Süden, da ist es nur noch Schnee. Und dann haben wir noch etwas, was wir nicht als Regen oder Schnee identifizieren können. Hier im Westen diese Schlangenlinien, das haben wahrscheinlich am Nachmittag über der Nordsee ein paar Flugzeuge, Militärflugzeuge rausgebracht. Und in etwa 5 bis 6 Kilometer Höhe, hat mit Wetter so nichts zu tun. Ja, wie geht's weiter? Nachts Frost zwischen minus 1 und minus 8 Grad, also schon wesentlich milder, frostfrei. Weiterhin im Norden mit 1 bis 2 Grad etwa. Und morgen bleibt so eine kühle Ecke im Süden hängen, an den Alpen, in Bayern teilweise, in den Mittelgebirgen und auch in der Lausitz. Sonst geht's rauf auf 2 bis 4 Grad. Das Wetter in Norddeutschland ist allerdings leider trüb. Kaum, dass die Sonne mal rauskommt, viele Wolken, und im Osten wird es immer wieder ein bisschen schneien oder auch leichten Regen geben. Da kann es, wenn der Boden noch gefroren ist, eben immer noch glatt werden. Das wird auch am Nachmittag im Erzgebirge so sein. Sonst im Westen und Süden schon mal freundlicher. Da lockert es nachmittags ein bisschen auf. Die Sonne wird wo rauskommen. So verläuft dann auch der Freitag im Süden mit Sonne, im Süden, im Norden allerdings trüb. Und dann kommt das Wochenende, da wird es unangenehm. Erst schneit es am Samstag, dann regnet es, und Sonntag wird verregnet und noch stürmisch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.